wunderschönen guten Morgen. Mein Kopf sieht irgendwie merkwürdig aus. Rechteckig irgendwie so. Gut, ich wollte eigentlich vorm Joggen das Video aufnehmen, damit es dann rendern kann, während ich joggen bin. Ah, ich habe es natürlich vergessen, deswegen mache ich es jetzt nach dem Joggen und genieße nebenbei 100% Kokosnusswasser hier auf Deutsch. Ist aber schon angetrunken, also ist nicht mehr alles. In diesem Sinne, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Ja, was war das für eine peinliche Aktion mit dem letzten Video? Ich nehme das letzte Video extra rechtzeitig auf, vor dem ersten Spiel. Ich schaffe es sogar zu rendern und hochzuladen vor dem ersten Spiel. Ich vergesse es aber, öffentlich zu stellen. Und habe es dann erst nachts 0 Uhr oder so mitbekommen. Was bedeutet, dass es viel zu spät kam. Sorry. Egal, dieses Mal passiert mir das nicht, weil jetzt haben wir noch einen kompletten Tag. Moment. So, jetzt haben wir noch einen kompletten Tag und morgen ist das erste Halbfinale, Frankreich gegen Belgien, 20 Uhr am Dienstag. Und am Mittwoch ist das zweite Halbfinale, Kroatien gegen England. Fangen wir aber erstmal an mit den letzten zwei Spielen, Schweden, England und Russland, Kroatien. Also, Schweden, England. Ja, also ich habe ja eigentlich darauf getippt, dass es ein knappes Spiel wird, vielleicht sogar Verlängerung, Elfmeterschießen und dass dann Schweden 1-0 gewinnt oder halt zumindest Schweden gewinnt. Das war nicht der Fall. England hat im Endeffekt auch verdient gewonnen. Ich fand es die spielerisch nicht wirklich überzeugend, wie eigentlich mittlerweile, muss man sagen, fast alle Mannschaften nicht mehr so überzeugt haben. Die einzigen Mannschaften oder die einzige Mannschaft, die jetzt im Halbfinale steht und die halt meiner Meinung nach fast immer oder am meisten überzeugt hat, war definitiv Belgien. Deswegen hätten die es momentan auch am meisten verdient, Weltmeister zu werden. Die haben immerhin auch Brasilien rausgeschmissen. So, also, England ist jetzt die zweite Mannschaft, die schafft, Schweden in dieser WM zu besiegen, nach Deutschland. Und sie haben zwar verdient gewonnen, muss man ganz klar sagen, aber trotzdem fand ich sie jetzt spielerisch nicht so überzeugend. Man, denke ich, merkt, dass sie teilweise noch relativ jung sind, unerfahren und ja, also wenn es so weitergeht, man weiß es immer nie, aber wenn es so weitergeht, dann ist es definitiv möglich, dass sie dann zur nächsten EM oder halt auch zur nächsten WM mal richtig Betrieb machen. Das Ding ist aber, man darf auch nicht vergessen, ich finde persönlich, diese WM jetzt ist mit einer der schwächsten, vor allem aus den letzten Jahren, wenn man betrachtet, was für Mannschaften wann schon rausfliegen. Ich meine, Italien und Niederlande gar nicht dabei. Gerade, ich meine, Niederlande würde ich vielleicht einen Tick rausnehmen, aber gerade Italien war ja wohl immer ein absolut krasser Hammergegner in den Meisterschaften, egal ob EM oder WM. Also das war immer eine Mannschaft, erstens die Anwärter war auf den Titel, hat ja auch schon nach mit Deutschland am meisten WMs geholt, 4 Stück, wenn ich mich nicht irre. Bei der EM weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie viele Titel da Italien hat, falls sie welche haben. Und Italien war immer ein Angstgegner für die meisten Gegner, war immer ein schwieriger Gegner und war immer halt einer, mit dem man rechnen musste und der ist schon mal komplett weg. So, Niederlande, okay, die sind schon länger nicht mehr so gut, seit 2010. Und also 2010 war das letzte Mal, dass sie geil waren, da waren sie im Finale. So, aber wie gesagt, die zwei Mannschaften fehlen, dann Deutschland liegt in der Vorrunde raus, Spanien wird von Russland besiegt, also wie gesagt, ist meiner Meinung nach eine der schwächsten WMs der letzten Jahre oder der letzten Male sowieso, vielleicht sogar eine der schwächsten WMs aller Zeiten, die Anfang-WMs darf man vielleicht nicht mitrechnen, aber von den WMs, wo dann das System so ähnlich war wie jetzt, ist es vielleicht sogar eine der schwächsten. Und es war in Anführungsstrichen noch nie so leicht, Weltmeister zu werden wie jetzt. Also deswegen, wenn das jetzt in Kroatien wird, wenn das jetzt in England wird oder in Belgien wird, dann würden sie halt wirklich die Chance nutzen, Weltmeister zu werden, einer WM, wo es einfach nicht so schwer ist. Wenn Frankreich Weltmeister wird, war es irgendwie nicht so besonders. Man hat immer das Gefühl, Frankreich, ja okay, die sind halt 98 Weltmeister gewesen. Also man hat immer so das Gefühl, ja gut, die können halt, ne? Die können halt, wenn sie wollen. So. Und aus diesem Grunde wäre es mal eine größere Überraschung bei Kroatien, Belgien oder England. Ich würde es allen reingönnen. Zum Thema England kommen wir gleich nochmal. Ja, Schweden, England, wie gesagt, England hat verdient gewonnen. Und da können wir eigentlich direkt zu England kommen. Ich habe mir nämlich das Lied wieder mal angehört von das englische Nationallied quasi, zumindest im Fußball. Three Lines on the Shirt von Lightning Seeds, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jeder kennt das Lied, ne, mit Three Lines on the Shirt. Und ich habe es angehört. Erstens muss ich wieder mal feststellen, dass das Lied einfach super geil ist. Also ich mag das Lied einfach extrem sehr. Das habe ich so als erstes festgestellt. Und
Zweitens, ich habe gerade das Gefühl, ich rede wie ein kleines Kind, aber egal. Und zweitens, es lässt mich immer total euphorisch werden und dann wäre ich immer in das Lied an, ich werde immer totaler England-Fan. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin einfach immer totaler England-Fan und bin auch jetzt noch so in dem Modus, dass ich sagen muss, nur weil ich dieses Lied, ich habe es mittlerweile mehrmals natürlich wieder angehört, nur weil ich dieses Lied angehört habe, wird mich, also habe ich viel mehr Bock drauf, dass England wieder Weltmeister wird. Also es ist ganz komisch so. Und ich finde einfach, das ist somit das geilste Fußballlied von allen Nationen. Also ich kenne kein geileres. Es ist für mich das geilste Fußballlied definitiv. Und es macht einfach immer mega Bock auf England, finde ich. Und wenn England wirklich Weltmeister wird, dann werde ich das Lied auf jeden Fall singen. Ich hoffe, dass ich es mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen angucke und ich nicht alleine hier in meiner Wohnung das Lied singe. Und wenn ich, und wie, und ja, genau, und was auch noch das Ding ist, also ich bin übelst mega euphorisch, ich fange total an für England zu schwärmen und sowas, und wirklich ohne Scheiß, alleine wegen diesem Lied, wünsche ich mir so ein bisschen, oder wäre ich gerne so ein bisschen Engländer, beziehungsweise Großbritannier. Großbritannier? Ich glaube, das ist kein richtiges Deutsch. Aber nur deswegen, ne? Nur damit ich das mehr feiern kann, wäre ich fast so ein bisschen gerne England und alles, ne? Also so ein bisschen. Ich bin natürlich gerne Deutschland, weil Deutschland ist viel, viel erfolgreicher im Fußball als England. Aber dieses Lied, wir haben halt nicht so ein geniales Lied. Und wenn ich Engländer oder Großbritannier oder wie auch immer, wobei, nee, Großbritannier geht ja gar nicht, weil die sind ja alle selber auf ihre Nation stolz. Das heißt, wenn ich Großbritannier wäre, könnte ich ja auch einfach in, na, in Schottland geboren sein, aber die haben ja eine eigene Nationalmannschaft, dann wäre ich natürlich schottischer Fan und kein Englischer. Also ich müsste schon Engländer sein und nicht Großbritannier. Ja, aber egal. Wenn ich Engländer wäre und wir würden die, wir würden die WM holen, wir Engländer, dann würde ich mir, glaube ich, sogar dieses Logo von den Three Lions würde ich mir entweder auf die Schulter oder auf die Brust oder auf die Stirn irgendwo müssen wir tätowieren lassen. Ich finde auch, dass, ich meine, der Adler von Deutschland ist auch nicht so schlecht, aber ich finde diese drei Löwen geiler von England. Also ja, das Lied, das ihr merkt schon, ich bin total gefesselt, was England angeht. Aber es ist immer noch so, dass ich am liebsten es, also am liebsten wäre mir Kroatien, weil ich denke, Kroatien ist auch so ein Land, die werden wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre nie wieder eine Chance haben, eine WM zu gewinnen. Und allen anderen Mannschaften, Frankreich, Belgien, England, den traue ich halt auch andermal zu. Von daher, Russland gegen Kroatien, was für ein Spiel, was für ein tragisches, dramatisches Ende, was für ein, generell, das Spiel war mega geil und ich habe mich auf jeden Fall geärgert, dass Russland es nicht geschafft hat. Es war wieder so merkwürdig, weil ich wollte ja eigentlich, dass Kroatien Weltmeister wird. Das war genau wie gegen Japan schon, verdammt nochmal. Ich rede die ganze Zeit, dass Kroatien Weltmeister werden soll. Im letzten Spiel gegen Japan habe ich mir schon gedacht, schade, dass Japan nicht weitergekommen ist, war total für die Japaner. Und ich meine, ich war auch so für die Japaner die ganze Zeit, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Da hätte es mich total gefreut, wenn Kroatien rausgeflogen wäre. Jetzt wieder. Ich will eigentlich, dass Kroatien Weltmeister wird, aber war in dem Spiel wieder für Russland. Russland war ja auch kurz davor, aber die waren so kurz davor. Die haben sogar geführt. Die haben sogar geführt gegen Kroatien. Und ich würde sagen, das Spiel ist genau so ausgegangen, wie es verdient war. Nämlich, es hatten dann im Endeffekt irgendwie beide Mannschaften nicht richtig verdient, unterm Strich in der regulären Spielzeit zu gewinnen und dann soll dann einfach das Glück im Elfmeterschießen oder die Abgeklärtheit oder wie auch immer, das Elfmeterschießen sollte es dann einfach klären und lösen und dann hat halt Kroatien gewonnen, von daher, es war nicht unverdient, es wäre aber auch, denke ich, nicht unverdient gewesen, wenn Russland gewonnen. Es wäre natürlich viel, viel geiler für die WM gewesen, wenn Russland bis ins Halbfinale gekommen wäre. Ich meine, oh mein Gott, das Viertelfinale ist schon total crazy für Russland, aber sie sind immerhin erhobenen Hauptes, selbst in den letzten Spiel ausgeschieden. Also sie wurden halt nicht 5-0 weggefertigt, sondern sie sind im Elfmeterschießen rausgeflogen. Jeder kann, denke ich, mit diesem Ergebnis leben und es sind alle stolz auf ihre Mannschaft. Von daher ist es okay. Es gab super viele Fouls in dem Spiel. 25 Fouls, 25 Fouls für Russland. Trotzdem nur eine gelbe Karte, keine rote. Und 18 Fouls für Kroatien, 4 gelbe Karten, keine rote. Schon ziemlich crazy. So, kommen wir jetzt zu den zwei Halbfinalen. Frankreich gegen Belgien. Brasilien gegen Belgien war ja schon das vorgezogene Finale im Endeffekt. Jetzt Frankreich gegen Belgien ist wieder das vorgezogene Finale. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich groß, dass derjenige, die Weltmeisterschaft holt, der dieses Spiel gewinnt. Ich sehe Belgien eigentlich definitiv stärker als Frankreich, muss ich zugeben. Und bin natürlich auch für Belgien. Also, ganz ehrlich, wenn Frankreich jetzt noch rausfliegen würde, und dann ist mir auch egal, ob Kroatien oder England im Finale sind, aber wenn Frankreich jetzt noch rausfliegen würde, dann gäbe es keinen
Weltmeister mehr, wo ich sage, scheiße, hab ich keinen Bock drauf. Weil alle anderen drei wären okay. Belgien, Kroatien, England wären okay. Wenn wir ganz ehrlich sind, selbst Frankreich ist okay. Wie gesagt, das Schlimmste wäre Brasilien gewesen. Brasilien ist raus, deswegen Frankreich wäre auch irgendwie okay. Aber von den vier übrig gebliebenen ist Frankreich jemand, auf den ich es am wenigsten gönne. Und da hoffe ich einfach, dass die es nicht werden. Deswegen hoffe ich, dass Belgien weiterkommt gegen Frankreich. Die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, auch nicht so gering. Belgien sehe ich ja schon stärker. Ich denke auch nicht, dass es so ein spannendes, schwieriges Spiel wird. Ich denke, Belgien wird hier dominieren und klar gewinnen. 2-0, 3-1, irgend sowas in die Richtung. Und Kroatien, England ist, denke ich, schwieriger einzuschätzen, weil ich mittlerweile eigentlich beide ähnlich stark sehe. Es kann halt sein, dass eine der beiden Mannschaften, Kroatien oder England, durchdrehen und total klar gewinnen. Es kann aber auch sein, dass keine von denen durchdrehen, dass beide langweilig spielen und es in Elfmeterschießen geht. Es kann aber auch sein, dass beide durchdrehen und es ein crazy Spiel wird, wie Brasilien-Belgien. Also ich weiß es nicht. Ach ja, Kroatien ist übrigens erst die zweite Mannschaft nach Argentinien, ich glaube 1990, die es geschafft haben, in einer WM zwei Elfmeterschießen zu gewinnen. Sonst hat man immer im zweiten Elfmeterschießen verloren, aber Kroatien war die zweite, die es geschafft haben. Und ja, also das finde ich, ist super schwer zu tippen, Kroatien-England. Was habe ich denn in meiner Tipprunde getippt? Weil das irgendjemand gefragt hat, das ist eine private Tipprunde mit meinen Freunden. Ach, ich habe noch gar nicht getippt, okay. Gut. Dann tippen wir mal. Tippabgabe. Frankreich-Belgien. Also die Buchmacher sehen sogar Frankreich leicht vorn. Das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Das Potenzial der Mannschaft ist vergrößert, aber wenn man sich die ganze WM anguckt, finde ich eigentlich Belgien stärker. Ich meine, der Unterschied ist nicht sehr groß von Frankreich zu Belgien, aber ein bisschen ist er da. Und bei Kroatien gegen England sehen die Buchmacher England klar vorn. Kann ich nachvollziehen, aber denke ich, das wird knapp. Also Frankreich, Belgien, da tippe ich auf Belgien und die Punkte sind mittlerweile egal, weil halt einfach niemand, also weil ich halt immer zu weit weg bin, ich kann nichts mehr reißen in meiner Gruppe. Ich überlege gerade, ich mache Spektakuläres, also wie gesagt, ich tippe sowieso auf Sieg Belgien, ich mache Spektakuläres, was denke ich sonst niemand hat und wo es cool kommt, wenn ich es als Einziger hätte. 1-4, also 4-1 für Belgien. Es ist unrealistisch, dass hier 5 Tore fallen und dann noch 4 für Belgien, aber wie gesagt, ich mache einfach mal so. Kroatien gegen England. Oh, das Lustige ist, bei 1-4, das könnte ja sogar das Ergebnis vom Elfmeterschießen sein. Wobei, da müsste Frankreich echt scheiße sein. Wenn ich 4-2 tippe, kriege ich bei einem 2-0 noch 3 Punkte. Die Punkte sind eigentlich egal, kriege ich bei einem 2-0 noch 3 Punkte. 4-2 ist auch ein realistischer Tipp für ein Elfmeterschießen. Und 4-2 kann auch im Spiel fallen. Ich bekomme Schluck auf, verdammt. Okay, ich tipp 2-4, also 4-2 für Belgien. Und Kroatien, England, da mache ich glaube ich genauso. Da tippe ich 4-2 für Kroatien. Wir werden schön verkacken, die Engländer, dieses Mal im zweiten Elfmeterschießen, nachdem sie denken, jetzt sind sie der Weltmeister im Elfmeterschießen, werden sie schön verkacken. So, es ist jetzt noch ein Schluck drin, wie man hört. Der geht aber nur ganz schlecht raus, weil ich weiß nicht, wer diese dumme Form ausgedacht hat. Aber die letzten Getränke, also die letzte Flüssigkeit, die bleibt immer hier drin hängen, wenn man es so macht, ne, logischerweise. Kommt halt nichts mehr raus, deswegen pubbel ich dann immer die, sieht man das? Hier an der Seite, hier, pubbel ich dann immer die Tetrapack auf. Das ist doch nicht so einfach, aber es lohnt sich. Und dann kommt nämlich nochmal ein riesiger Schluck Kokoswasser raus und das Zeug ist echt scheiße teuer. Ich glaube, das ist ein halber Liter und ich glaube, ein Liter kostet über 2 Euro oder so. Ich meine, ich trinke jetzt mittlerweile auch nicht mehr viel von. Am Anfang, als es neu war, habe ich echt viel davon getrunken, habe ich glaube ich so 2 Liter, sage ich mal. 2 Liter in der Woche getrunken, aber irgendwie habe ich jetzt satt und deswegen ist es eher so ein halber Liter in der Woche. So, gleich habe ich auf. Mit der richtigen Technik ist das gar nicht so schwer, Freunde. Fragt mich. Habt ihr gewusst, dass Tetrapack zum Großteil aus Papier besteht und nicht aus Plastik? Ich dachte immer, der Großteil wäre Plastik. Kommt natürlich auch immer auf das Tetrapack an, aber im Normalfall ist es der Großteil Papier. So, jetzt habt ihr hier ein Loch drinne. Jetzt schütte ich es raus. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, dass ihr seht, wie viel da rauskommt. Oh fuck, ich werde mir alles übers Gesicht schütten. Fuck! Wie mache ich das jetzt? Ohne dass ich... Hat man es gesehen? Ich habe mich nicht voll gemacht. Hat man es gesehen? Ich glaube, man hat es gesehen, ne? So ein kleiner Assi-Schluck. Der ist am meisten auch noch warm. Das muss man natürlich eiskalt trinken, wenn es richtig geil ist. Also, es schmeckt auch nicht so gut wie direkt aus der Kokosnuss raus, aber besser als nichts.
Und gesund, ne? So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, ich habe mir vorgestern den besten Film aller Zeiten angeguckt, Ready Player One. Ich sag's gerne als Frage, Ready Player One. Und gestern einen der schlechtesten Filme, den ich je gesehen habe. Oh mein Gott! Und zwar habe ich gedacht, nach Ready Player One, nachdem der Film so ultra geil war, und ich würde fast sagen, ist der beste Film, den ich je gesehen habe, ich war, während ich den Film angeguckt habe, echt am Überlegen, ob das der erste Film wird, dem ich persönlich eine 10 geben würde von 10 Punkten. Und es gab's noch nie, ich hatte noch nie einen Film, wo ich auch nur andersweise darüber nachgedacht habe, ob der Film eine 10 wäre. Also 9,5, okay, habe ich schon drüber nachgedacht. Gab es aber, glaube ich, auch noch keinen Film, der eine 9,5 von mir bekommt. Eine 9, glaube ich, also Insidious, der erste Teil, den gebe ich, glaube ich, eine 9. Müsste ich nochmal angucken, um es nochmal genau zu sagen, aber ich glaube, den habe ich eine 9 gegeben. Ich glaube, It Follows, auch eine 9 oder knapp eine 9, aber 9, also über eine 9 eigentlich noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gab es schon mal einen Film, dem ich eine 9,5 gegeben hätte, aber habe ich, weiß ich, ich glaube es nicht, ich weiß es nicht. Wobei ich halt sagen muss, dass ich eigentlich die Oceans-Teile ja auch sehr geil finde, was... Ja, den würde ich eine genrebedingt würde ich den eine 10 geben. Insgesamt betrachtet weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe die Filme schon so oft gesehen. Ich habe schon zu oft gesehen, um eine realistische Bewertung abgeben zu können, muss ich zugeben. Deswegen lasse ich die mal außen vor. Aber ich weiß auch, dass ich bei den Oceans-Teilen nicht während des Films gedacht habe, oh mein Gott, die sind so geil, ist es eine 10. Sondern das habe ich noch nie gedacht. Das war wirklich bei Ready Player One der erste Film, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich glaube, das ist eine 10. Leider gibt es natürlich wieder eine Liebesgeschichte drin in dem Film und das macht es für mich persönlich kaputt. Nicht, weil ich Liebesgeschichten scheiße finde, also ich finde Liebesgeschichten schon scheiße, aber ich finde es nicht schlimm, wenn Romantik oder eine Liebesgeschichte oder wie auch immer in dem guten Film mit drin verarbeitet ist. Wenn sie gut eingebaut ist und alles, ist mir das scheißegal, wertet den Film nicht ab. Aber ich fand es schon leicht kitschig an manchen Stellen, leicht erzwungen, etwas vorhersehbar, also nicht im insgesamten Film, wir reden jetzt nur von diesem Liebesteil da drin, davon wie das halt, wie die zwei halt zusammenkommen und alles, ne? So, das fand ich halt ein bisschen kitschig, ein bisschen erzwungen, ein bisschen voraussehbar, pipapo und so weiter und so fort. Und das hat es ein bisschen abgewertet für mich, deswegen ist es keine 10 mehr, aber es ist definitiv eine 9,5 für mich. Und es hat nicht viel gefehlt zur 10 und deswegen, ich habe noch nie so von dem Film gedacht, es ist für mich der beste Film, den ich je gesehen habe. Es ist krass, ich kann auch absolut nachvollziehen, dass viele das nicht nachvollziehen können oder dass viele das nicht so sehen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Must-See für alle, die nicht erst 10 Jahre alt sind, sondern die 90er Jahre mitgemacht haben und für alle, die noch älter sind sowieso. Okay, ach ja, und gestern der mit einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, Tomb Raider, und zwar die Neuverfilmung, nicht den ersten Teil mit, mir fällt der Name, Angelina Jolie. Den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Ich glaube sogar, der war besser als der Film, der jetzt kam. Ich glaube, also der erste mit Angelina Jolie basierte ja auf den ersten Tomb Raider Spielen. Ich glaube vor allem auf Tomb Raider 3. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube vor allem auf Tomb Raider 3 hat es basiert. Und die Neuverfilmung von letzten Jahr, war das letztes Jahr oder dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Aber die Neuverfilmung von Tomb Raider, die basiert ja auf den neuen Spielen. Und die neuen Spiele, es basiert vor allem auf den ersten Film von den neuen Spielen. Also es basiert auf den ersten Film, nicht vor allem, sondern es basiert auf den ersten Film. So, es basiert auf den ersten Spiel von den neuen Spielen, so. Und ich habe beide neuen Spiele gespielt, Tomb Raider 1 und Tomb Raider 2. Grandiose Spiele, mit die besten Spiele ihres Genres. Vor allem Tomb Raider 1 waren so viele krasse Sachen dabei, die ich so nicht erwartet hätte. Hat mich total gefesselt. Tomb Raider 2 wusste man halt schon ein bisschen was, ne, was hinzukommt. Ich glaube aber schon, ich fand den ersten Teil besser, vor allem weil er halt einfach neu war und beim zweiten Teil wusste man ein bisschen, was auf einen zukommt, so. Aber auch der zweite Teil war grandios, war großartig und ich dachte halt erst so, oh mein Gott, wenn die auch nur ansatzweise, wenn die einfach nur versuchen, dieses geile Videospiel in den Film zu packen, dann muss das einfach super geil werden, der Film, muss einfach ein actiongeladener Knaller werden, der Film. Und dann habe ich die Bewertung gesehen bei IMDb, 6,4, und da dachte ich mir schon, 6,4 kann aber eigentlich nicht sein. Also, das geht gar nicht. Und da dachte ich mir so, okay, wahrscheinlich haben sie es ein bisschen übertrieben mit der Action. Das Spiel ist sehr actiongeladen. Vielleicht haben sie einfach super krass viel Action reingemacht. Unrealistische Sprünge und sowas, ne? Krasse, geile Action wie aus dem Spiel halt. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die das nicht so mögen, die das Genre nicht so feiern, die
das Spiel nicht kennen und so weiter. Und deswegen ist es nur eine 6,4. Ist ja häufiger mal so, dass bei sehr speziellen Filmen die Bewertung etwas niedriger ist bei IMDb. Und wenn man aber das Genre mag und alles und die Richtung, dann hat man eine höhere Wertung, eine eigene. Und dann dachte ich so, okay, der Film wird wahrscheinlich eine 7, vielleicht sogar 7,5 oder höher sein für mich, weil ich das Spiel kenne und weil ich mit geiler viel Action klarkomme. So, okay. Ich gucke also den Film an und ganz am Anfang dachte ich, ach so, was ist das denn? Oh nein, was ist denn das für ein Scheiß? Vorgeschichte oder was? Rotz! Ich soll die scheiß Spiel bringen. So, und dann aber nach vielleicht so die ersten 15 Minuten oder so, 20 Minuten, na, ungefähr, dachte ich dann so, eigentlich eine ganz geile Idee mit der Vorgeschichte, erfährt man ein bisschen mehr über Lara Croft und so, ist eigentlich keine schlechte Idee. Wenn es dann zur Insel kommt und die ganze Action losgeht, wird's richtig geil. So, und es ist auch nicht passiert, also es ist zur Insel gekommen, es gab auch immer mal wieder wenig Action-Szenen, aber sie haben auch ein, zwei Schauplätze vom Spiel genommen und alles, also, aber das hatte eigentlich so gut wie gar nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. Auch das Ende und alles, es hatte einfach nichts mit dem verdammten Spiel zu tun, das Ende, sondern es war einfach der Versuch, das Spiel zu nehmen und irgendwie in die echte, wirkliche Welt umzumünzen und, ach, es war totaler Schrott. Es war totaler Schrott. Ich weiß nicht, wie der Film eine 6,4 bekommen kann. Ich gebe dem Film nicht keine 6, weil eine 6 sage ich, eine 6 ist für mich eigentlich so, ist ein Film, wenn ich vorher weiß, dass es eine 6 ist, gucke ich mir nicht an, wenn ich eine einmal angefangen habe, ziehe ich ihn durch und dann ist es auch nicht so, dann ist es okay, dass man ihn einmal gesehen hat, als wenn er eine 6 ist. Eine 5 ist einfach nur absoluter Durchschnitt, brauche ich mir nicht angucken, will ich nicht sehen und da wird es dann schon schwer, dass ich nicht währenddessen abbreche und alles unter der 5 ist eigentlich, da breche ich ab. Also passiert nicht oft, weil ich kenne meine Filme, die ich angucke. Passiert also nicht oft, dass ich auf einen Film stoße, der so scheiße ist, dass ich ihn nicht weiter angucken will, weil ich das vorher weiß. Weiß gar nicht, wann ich den letzten Film abgebrochen habe. Passiert eher mal bei Serien. Aber da er nicht so schlecht war, dass ich sagen musste, ich hätte beinahe abgebrochen, das wäre eine 5, würde ich sagen, es ist vielleicht eine 5,5. Also ein Film, den ich nicht empfehlen würde, den ich nicht nochmal sehen will, den ich nicht angeguckt hätte, wenn ich vorher gewusst hätte, dass er auf mich zukommt. Aber nicht so extrem schlecht, dass ich ihn abbrechen musste. Aber ich denke, ohne Tomb Raider, ohne Lara Croft, einfach nur 0815, anderer Name, ein bisschen anders gemacht, dass man halt nicht an Tomb Raider denkt, sinnloser Film, absolut sinnlos. Und jetzt kommt halt noch ein zweiter Teil. Das Ding ist halt, die beiden Spiele sind so genial, das Franchise ist so genial, die könnten es rausreißen, indem sie den zweiten Film richtig geil machen, aber ich glaube nicht dran. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so viel über Filme geredet habe. Ist auch egal, bis zum nächsten Mal, Praxis.